London lobt Pakt mit Paris gegen illegale Flucht über den Ärmelkanal. NGOs warnen, noch mehr Sicherung an der Küste rettet kein Leben. Nach der Wiedereroberung von Cherson. Ukrainischer Präsident Selenskyj berichtet von Kriegsverbrechen. Vor dem G20-Gipfel auf Bali. Erste Treffen von Staatsmännern und Frauen. Die britische Regierung feiert den Pakt als wichtigen Schritt zur Eindämmung der illegalen Einwanderung. Kritiker sagen, das neue Abkommen zwischen Frankreich und Großbritannien werde kaum verzweifelte Menschen davon abhalten, den Ärmelkanal zu überqueren. Paris will die Zahl der an der Nordküste Frankreichs eingesetzten Polizeibeamten um 40% erhöhen und London dafür zahlen. 72,2 Millionen Euro allein für den Zeitraum 2022-2023. Dennoch, so die britische Innenministerin, seien erstmal sowohl für die Franzosen als auch für die Briten echte Gewinne zu verzeichnen. Beispielsweise britische Beamte, die als Beobachter nach Frankreich entsendet werden oder mit französischen Kollegen zusammenarbeiten, um illegale Migranten abzufangen, die versuchen, Frankreich zu verlassen. Flüchtlingsorganisationen hingegen meinen, die Erhöhung der Sicherheit sei keine Lösung. Vielmehr müsse Großbritannien mehr Ressourcen für die Bearbeitung von Asylanträgen aufwenden. Jedes Mal, wenn die Sicherheit erhöht wird, sehen wir leider nur, dass die Menschen noch größere Risiken eingehen und sterben. Wir sollten uns darauf konzentrieren, den Menschen eine sichere Überfahrt zu ermöglichen, ihnen sichere Wege zu bieten, Asyl zu beantragen und damit Leben retten. Wir wissen, dass es sehr viele echte Flüchtlinge in Calais gibt. Wir müssen etwas tun, um ihnen zu helfen und uns nicht auf Sicherheitsmaßnahmen konzentrieren, die nicht funktionieren und niemandem helfen. Die Zahl der Menschen, die mit Hilfe von Schleppern die gefährliche Überfahrt über den Ärmelkanal wagen, hat stark zugenommen. Großbritannien nimmt deutlich weniger Asylsuchende auf als Frankreich, Deutschland oder Italien und hat genau diesen harten Kurs zur politischen Priorität gemacht. Wer in der Europäischen Union Asyl beantragt, muss das in dem Staat tun, der zuerst betreten worden ist. Das besagt das 2013 geschlossene Dublin-Abkommen. Diese Regelung wollen Griechenland, Italien, Malta und Zypern in Bezug auf die Seenotrettung ändern. Ihr Vorschlag lautet, das Land, unter dessen Flagge das jeweilige Schiff fährt, soll für die Menschen zuständig sein, die im Mittelmeer an Bord genommen werden. Derzeit streiten Frankreich und Italien über den Umgang mit Flüchtlingen. Es wird erwartet, dass sich Emmanuel Macron und Giorgia Meloni beim G20-Gipfel in Indonesien diesen Dienstag und Mittwoch zu diesem Thema austauschen werden. In der Europäischen Union sind seit Jahresbeginn insgesamt rund 143.000 Menschen ohne Einreisegenehmigung eingetroffen, mehrheitlich in Griechenland, Italien, Malta und Zypern. Die neue italienische rechtskonservative Regierung von Ministerpräsidentin Meloni spricht von 90.000 Ankünften in Italien in diesem Jahr. 8.000 der Asylsuchenden sollten laut Rom im Rahmen des Verteilungsschlüssels an andere EU-Länder weitergegeben werden. Bisher sei das nur in 117 Fällen geschehen. Frankreich wirft Italien vor, das Völker- und das Schifffahrtsrecht zu verletzen, indem Schiffe von Hilfsorganisationen, die im Rahmen von Seenotrettungseinsätzen Menschen an Bord nehmen, abgewiesen werden. Italien dagegen beklagt, solche Einsätze würden nicht in Abstimmung mit den zuständigen Behörden durchgeführt. Mit der Hand auf dem Herzen sang Volodymyr Selenskyj die ukrainische Nationalhymne in der nunmehr befreiten Stadt Cherson. Vor dem Gebäude der Regionalverwaltung wurde die gelb-blaue Fahne gehisst. Nur wenige Tage nach dem Abzug der russischen Truppen reiste der ukrainische Präsident in die Stadt im Süden der Ukraine, um den Menschen mit seiner Anwesenheit seine persönliche Unterstützung auszudrücken und, wie er Journalisten gegenüber sagte, die Emotionen und die Energie seiner Landsleute zu spüren. Nach ukrainischen Angaben sind noch etwa 80.000 von ehemals rund 280.000 Einwohnern in der Stadt. Viele berichten nun über die Lebensbedingungen während der 8-monatigen russischen Besatzung, auch über Übergriffe und Plünderungen, als die Soldaten wieder abzogen. Sie haben alles mitgenommen, aus den Hotels, aus den Geschäften, einfach alles, was sie sahen, nahmen sie mit. Ganze Restaurants, die sie besetzt hatten, haben sie ausgeräumt. Die gesamte Ausrüstung.
Sie dachten wohl, dass sie uns hier einschränken können und die Leute dann sagen würden, oh gut, die Befreier sind da. Aber nein, sie wurden von allen Seiten gehasst. Noch immer freuen sich die Menschen in Cherson, doch die Stadt ist stark getroffen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind Wasser und Strom knapp, auf Märkten fehlt es an Nahrungsmitteln und Krankenhäuser und Ärztepraxen haben nicht genügend Medikamente. Am Montag erreicht ein erster humanitärer Konvoi die Stadt. Weitere sind für die nächsten Tage geplant. Trotz zahlreicher strittiger Themen haben der chinesische Staats- und Parteichef und der US-amerikanische Präsident ihren Willen zur Zusammenarbeit geäußert. Bei ihrem Gespräch vor dem G20-Gipfel auf Bali, dem ersten persönlichen Treffen seit Joe Bidens Amtsantritt, verurteilten die Staatsmänner russische Atomdrohungen in Bezug auf die Ukraine. Biden warnte nach US-Angaben Xi Jinping davor, gegen Taiwan militärische Gewalt anzuwenden. Wir stehen in einem harten Wettbewerb, aber ich bin nicht auf einen Konflikt aus. Ich will diesen Wettbewerb verantwortungsvoll managen und dafür sorgen, dass sich jedes Land an die internationalen Straßenverkehrsregeln hält. Wir haben darüber gesprochen, dass sich unsere Ein-China-Politik nicht geändert hat. Wir sind gegen eine Abkehr vom Status quo, wenn sie nur von einer Seite ausgeht. Wir sind entschlossen, den Frieden und die Stabilität der Taiwan-Straße zu wahren. Ein Treffen gab es auch zwischen dem indonesischen G20-Gastgeber Joko Widodo und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dabei kündigte von der Leyen weitere 210 Millionen Euro für die Unterstützung von Ländern mit Problemen bei der Nahrungsmittelversorgung an. UN-Generalsekretär Antonio Guterres thematisierte nach seiner Ankunft den Kampf gegen die Erderhitzung. Es ist offensichtlich, dass wir einen neuen Ansatz brauchen. Deshalb schlage ich einen historischen Pakt zwischen Industrie- und Schwellenländern vor, einen Pakt der Klimasolidarität, der die Ressourcen von Entwicklungs- und Schwellenländern zum Wohle aller bündelt. Der Gruppe der G20 gehören 19 Nationen sowie die EU an. Zusammen stehen die G20 für knapp 2/3 der Weltbevölkerung und 3/4 des Welthandels. Im Iran ist staatlichen Medien zufolge eine Person zum Tode verurteilt worden, weil sie im Rahmen von Protesten ein Regierungsgebäude in Brand gesetzt haben soll. 5 weitere erhielten Haftstrafen zwischen 5 und 10 Jahren. Nach Angaben der Menschenrechtsvereinigung Amnesty International wurden im Iran zwischen Anfang Januar und Ende Juni dieses Jahres 251 Menschen hingerichtet. Im Jahr 2021 sollen demselben Bericht zufolge im gesamten Land 314 Todesurteile vollstreckt worden sein. Menschenrechtsverbände berichten, im Rahmen der Kundgebungen seien bisher rund 15.000 Menschen festgenommen worden. Von den iranischen Behörden wird die Zahl nicht bestätigt. Bei den seit Mitte September andauernden Protesten sollen insgesamt 340 Menschen getötet worden sein. Seit dem Tod von Mahsa Amini am 16. September kommt es zu Protesten gegen die Mächtigen der Islamischen Republik. Die 22-Jährige kam unter ungeklärten Umständen im Polizeigewahrsam ums Leben, nachdem sie 3 Tage zuvor von der Sittenpolizei festgenommen worden war. Amini soll gegen die Kleiderordnung verstoßen haben. Nach dem Anschlag mit 6 Toten in Istanbul und der Festnahme einer Hauptverdächtigen hat die türkische Polizei weitere Details bekannt gegeben und ein Video veröffentlicht. Die Aufnahmen sollen die festgenommene Frau zeigen. Die Syrerin habe die Tat gestanden. Sie habe im Auftrag der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gehandelt. Die PKK und die syrischen Kurden wiesen jedoch jegliche Verwicklung in den Anschlag zurück. Dem Innenministerium zufolge wurden insgesamt 46 Verdächtige festgenommen. Istanbuls Bürgermeister sagte, wir werden unserer Verantwortung gegenüber der Stadt nachkommen und den Touristen und den Menschen in unserer Stadt ein Umfeld bieten, das noch sicherer ist als bisher. Daran sollte niemand zweifeln. Auf der belebten Einkaufsstraße Istiklal waren am Sonntag bei einer Explosion 6 Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden. Der Sprengsatz bestand laut Polizei aus hochwirksamem TNT. Hunderte UmweltaktivistInnen haben am Sonntag in der serbischen Hauptstadt Belgrad gegen die hohe Luftverschmutzung protestiert. Sie forderten die Behörden auf, Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität umzusetzen. Die OrganisatorInnen erklärten, dass die giftige Luft jedes Jahr Tausende von Menschen in Serbien töte.
Die DemonstrantInnen trugen Plakate mit der Aufschrift »Sei Teil der Lösung und nicht der Verschmutzung«. Serbien ist mit zahlreichen Umweltproblemen konfrontiert. Dazu zählen neben der schlechten Luftqualität auch eine schlechte Abfallwirtschaft und verschmutzte Flüsse.